Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video möchte ich euch erklären, was eine lineare Funktion ist, was eine Ursprungsgerade ist. Funktionen, das kennen wir ja schon, jedem Wert wird genau jedem x-Wert wird genau ein y-Wert zugeordnet. Aber was ist eine lineare Funktion? Das ist etwas Spezielles. Schauen wir uns dieses Beispiel nochmal an, das ich da letztes Mal gebracht habe. Also ich habe Wasser reingegossen und habe dann nach 5 Sekunden gemerkt, es sind 120 Milliliter drin. Und nach 9 Sekunden sind 216 Milliliter drin. Ich habe mich da kurz vertan, ich habe es im Video auch schon verbessert. Da waren keine 234, sondern waren 216 drin. Bin nämlich draufgekommen, weil ich noch ein paar andere Werte gemessen habe. Also ich habe nochmal weiter gemessen. Ich habe zum Beispiel gemessen, wie viel sind es bei 3 Sekunden, wie viel sind es bei 7 oder wie viel sind es bei 11 Sekunden. Und jedes Mal habe ich mir die Werte aufgeschrieben und dadurch neue Zahlenpaare entdeckt. Ich habe auch den Wert 00 dazu genommen. Allerdings musste ich dann die Grundmenge, hier drüben ist sie, musste ich die Grundmenge dann etwas verändern, weil natürlich auch die Zahlen 0 und 0 dabei sein mussten. Warum 0 und 0? Ist ja völlig klar, nach 0 Sekunden sind 0 Milliliter drin, weil es war nichts drin und es ist auch nichts reintropft, weil noch 0 Sekunden der Wasserstrahl war. Und wenn man jetzt alle diese Werte oder diese Zahlenpaare in diesen Graphen einzeichnet, dann erhält man diese Punkte. Und es schaut schon etwas danach aus, als würde man die Vermutung anstellen können. Denn alle diese Punkte scheinen auf einer Geraden zu liegen. Wenn man es genauer nimmt, sogar auf einer Halbgeraden. Und das kennen wir eigentlich aus der 6. Klasse. Da ging es nämlich mal um die direkte Proportionalität. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel dieses Zahlenpaar 3 und 72, wenn ich das verdreifache, also die dreifache Zeitzahl, dann wird sich auch die Milliliterzahl verdreifachen. Und das nennt man eine lineare Funktion, wenn das erfüllt ist. Das erkennt man beim Graphen, wenn alle Punkte eines Graphen auf einer Geraden liegen. In dem Fall ist es eine Halbgerade, weil es nichts Negatives geben kann. Und da sind wir schon bei der linearen Funktion. Und das kann man zum Beispiel so darstellen. Lineare Funktion in dem Fall wäre y gleich 24x. Das wäre also die Funktionsvorschrift bzw. die Funktionsgleichung dahinter. Dafür sind alle diese Zahlenpaare erfüllt. Jetzt werdet ihr euch fragen, wie komme ich da drauf? Wie komme ich auf diese Funktionsgleichung? Das werde ich euch jetzt erklären. Ich habe hier nochmal drei Funktionsgleichungen mitgebracht und wir wissen schon, dass eine Funktion dann linear heißt, wenn der Graph eine Gerade ist. Jetzt bedeutet die Funktionsgleichung, dass sie dann eine Ursprungsgerade ist, wenn das erfüllt ist, y gleich m mal x. Das heißt, hier steht ein y, hier steht ein x, hier ein y, hier ein x und davor ein Wert, der ständig variiert. Das hier zum Beispiel wäre keine Ursprungsgerade. Ja? Der Wert da hinten, der ist überflüssig, der passt nicht in unsere Formel rein. Das ist zwar auch eine lineare Funktion, aber die wird keine Ursprungsgerade sein. Ich ersetze das jetzt einfach mal durch eine Ursprungsgerade, so dass wieder ein m-Wert entsteht. Was heißt jetzt dieser m-Wert? Dieser m-Wert ist die Steigung der Geraden. So nennt man das. Und man schreibt das als y durch x. Das heißt, es tauchen hier schon wieder y- und x-Werte auf. Ich habe hier mal alle drei Graphen einfach einzeichnen lassen. So, wie kommen wir jetzt da drauf, dass man das so zeichnen kann oder dass das auch mit diesem m und der Steigung etwas erfüllt ist? Wir schauen einfach mal, was passiert, wenn wir dieses m schreiben als y durch x, so wie es hier in der Formel steht. 0,6 kann man doch schreiben als 6 Zehntel, also als Bruch. Das kann ich kürzen zu 3 Fünftel. Und jetzt schaue ich mir diese schwarze Gerade mal etwas genauer an und ich zeichne mal was dazu. Ich habe ein sogenanntes Steigungsdreieck dazu gemacht. Steigungsdreieck heißt, ich gehe bis zu einem bestimmten Punkt und gehe dann rechtwinklig nach oben, sodass ein zweiter Punkt entsteht. Diese Steigungsdreiecke sind immer identisch und haben das Verhältnis 3 zu 5. Also das heißt, auch wenn ich es weiter hinten mache, dann haben die immer das Verhältnis die Seite zu der Seite wie 3 zu 5. Also tue ich mir auch leicht, diese Steigung geometrisch zu interpretieren. Ich muss quasi 5, die es unten steht, nach rechts, weil da steht der x-Wert, und ich muss 3 nach oben, weil das oben steht und dort der y-Wert steht. Genauso geht es bei den anderen Ursprungsgeraden oder linearen Funktionen. Ich kann 1,5 als 15 Zehntel schreiben, was 3 halbe ergibt. Das heißt doch, ich muss, um auf meine orangene Gerade zu kommen, muss ich 2 nach rechts und 3 nach oben. Und es stimmt, tatsächlich lande ich wieder auf meiner Geraden. Dieser m-Faktor war quasi der Proportionalitätsfaktor, den wir früher mal erkannt haben. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere dran. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn man minus 0,5 als Bruch schreibt, dann kommt ein Minus hierhin. Minus 1,5, wenn ich es dann kürze von 5 Zehntel. Jetzt muss ich mich entscheiden. Nehme ich das Minus nach oben oder nach unten? In dem Fall nehme ich es jetzt mal nach unten. Das heißt, ich muss nicht mehr 2 nach rechts, so wie mein x sagen täte, sondern weil ein Minus davor steht, muss ich 2 nach links und dann 1 nach oben. Und ich lande wieder auf meiner Geraden. Und das Gleiche gilt auch hier in die andere Richtung. Wenn ich das Minus jetzt nach oben gesetzt habe, dann wäre das 2 ein Plus, aber ich müsste dann das Minus oben reinsetzen beim y, also 1 nach unten.
So also können wir die Geraden interpretieren. Eine Ursprungsgerade verläuft durch den Nullpunkt, also durch den Punkt 0, 0. Und um den zweiten Punkt zu finden, kann ich die Steigung einfach so umwandeln, dass ich ein Steigungsdreieck zeichnen kann. Und dieses Steigungsdreieck kann ich überall zeichnen. Es muss halt wieder das Verhältnis gegeben sein, das bei der Steigung durch den Bruch dargestellt worden ist. Was haben wir also heute gelernt? Wir wissen, dass eine lineare Funktion auf einem Graph liegt, der eine Gerade darstellt. Wir wissen, dass die Ursprungsgerade eine Gerade ist, die durch den Nullpunkt geht. Und wir wissen, was diese Steigung bedeutet, was man mit der Steigung dann alles machen kann. Das werden wir in der nächsten Übung sehen.